Namen dieser Bar steckt mein Opa, Max Sieferle, der hier der Lokführer war zwischen Basel und Mannheim und hier am Salzka seine Endstation hatte mit seinem Güterzug und somit unser Familienname irgendwie in diesem Namen vorkommen sollte. Und der zweite Teil Kö ist Lautschrift für Kö, für Billard-Kö. Konzept dieser Bar ist eine Weiterentwicklung des Hagestolzes, unserer ersten Bar. Und es ist eine kleine, feine Cocktailbar mit Klingel, Speakeasy-Style, in der wir viel Wert auf Service am Gast legen, gut zubereitet, sauber zubereitete Drinks zu fairen Preisen und natürlich eine Expertise in der klassischen amerikanischen Cocktailkultur mit unserer Sprache ausgedrückt. A Wake Up Call heißt der Drink. Ist ein Highball bestehend aus einem Himbeergeist, infusioniert mit Vanilleschote, einem roten Wermut, einem Amaro, italienischer Amaro Zucker, in dem Fall ein Rhabarber Amaro, Cold Drip Kaffee, Salz, ein bisschen Bitters und Schweppes Barrel Age Ginger Ale. Aufklärungsbedarf gibt es, finde ich, ganz oft bei Gästen, die nicht verstehen, warum ein Drink oder ein Bier oder ein Glas Wein diesen Preis hat. Das ist ein ganz großes Thema, auch hier in Mannheim. Viele Gäste sehen nicht das, was hinter so einer Bar steht und warum ein Drink einen Preis hat. Wir versuchen das natürlich so gut wie es geht auch zu erklären. Aber auch Spirituosen werden teurer. Ein Zitronensaft kostet im Januar nun mal mehr als im Juni. Und das sind so Themen, wo ich oft in Diskussion gerate, aber sie natürlich auch sehr, sehr gerne erkläre, warum das so ist. Leute, kommt nach Mannheim, super schöne Stadt, vor allem diese Bar. Kommt das besuchen und trinkt ein bisschen Obstbrand mit uns.